Geboren bin ich 1928. Und lediglich schreibe ich mir Cecilia auch. Gell, die Biasi, das ist halt geblieben für meinen Mann aus, nicht? Ist halt so. Und ich bin bei meiner Tante aufgewachsen in der Gegend oben. Weil, ja, das halt so früher gewesen ist, gell? Und nachher sind wir in die Schule gegangen oben. Ist eigentlich alles so gut gelaufen, bis die Auswanderei ist gekommen, gell? Dann ist noch alles so. Und da kann ich mich so richtig auch so erinnern, bald die Wohlen sein gewesen, gell? Jetzt mich hat die Ziehmutter nicht auswandern lassen. Ich habe mir da bleiben, aber Selmoni ist in die anderen auch gleich gewesen, nicht? Wie es halt gewesen ist, nicht? Ich bin gut aufgehört gewesen und das ist auch so gewesen, die, was dann auch die Reste der Familie, die Großeltern und die Mutter und was weiß ich, was da alles noch dabei ist gewesen, die haben keine guten Zeiten. Das hat mir vor 2 Jahren der Stiefbruder gesagt, sagen wir einmal, weil sie sind auf Radlberg rausgekommen. Da haben wir halt das so geredet, weil der Selle schon 2 Jahre jünger gewesen als ich. Das letzte Jahr ist er gestorben. Hat er gesagt, sie haben keine guten Zeiten gehabt. Zu 40er Jahren, bald sie raus sind, gell? Einmal lang keine Wahl. Einmal seien sie 4 Monate verbozen, bis Fradelberg aus, sie haben sie aber gehabt. Ja, schade, aber halt, das ist ja so gewesen sein, gell? Was haben die Leute, sie haben eh gewartet mit den Wohlen bis 39, im letzten Tag, halt das noch in einem anderen Tag, nach der ersten. Jänner ist gekommen und erst darum sind wir alle wissen, wo sie halt hinwollen, gell? Und so ist es halt gegangen. Ja, und dann bin ich auch gewachsen und nachher ist eigentlich so halt so gelaufen, wie es halt um der Sämtzeit gewesen ist. Und nach 1944 ist mein Ziehvater gestorben. Also ist auch, erst ist, da wo ich aufgewachsen bin, ein Sohn, sein Jahr im Frühjahr in den Krieg gefallen. Und nachher und das hat der Vater meine gar nicht verkraftet und halt auch wie es gewesen ist. Aber dann ist das halt noch so weitergegangen. Und 1947 ist meine Mutter, ist die Ziehmutter gestorben. 1947. In September. Wir haben alles gehabt. Wir haben Obst gehabt oben und halt alles. Also denke ich oft zurück, sein Leben war ein schöneres Leben gewesen, wie es heute ist. Ruhig und als wie es sich halt das zugetragen, so wie und die Gemeinschaft und die Nachbarschaft und während dem Krieg Hilfe, jeder hat einander geholfen. Und es ist, ich weiß nicht, ich denke mir oft heute, das packt man bald nicht mehr, den Stress. Ja, dann hat man ein Alter auch. Im Juli wäre ich 88 Jahre alt. Und die wollen noch arbeiten. Ich habe mein Leben nicht anders getan, wie was gearbeitet und in die Leute gut getan.
Ja, aber meine Ziehmutter gestorben ist, dann bin ich da gestanden. Aber halt an dem Malen gedenkt, dann bin ich noch 17 Jahre alt gewesen. Da habe ich mir gedacht, nein, jetzt gehe ich da, weil wenn die Mutter nicht mehr ist, die Mädel, dann hat der Bub oben mal weitergearbeitet. Und dann habe ich in Lahne da einen Dienst genommen. Das ist 47 Jahre gewesen. Und nachher habe ich meinen Mann kennengelernt, weil der Sell ist 48 von der russischen Gefangenschaft gekommen. Gell? Und dann ist er in Lahnendorf Dienst gewesen, da wo ich gewesen bin. Aber ich weiß nicht, jetzt haben wir eigentlich nicht. Ich bin nachher gegangen, ein Jahr danach, weil man die Frau, die Sell ist schon eine gewesen. Und da bin ich nie zurechtgekommen, schon als Kind nicht. Aber das ist kein Problem gewesen. Und dann bin ich viel beinahe. Aber ich habe allem gute Leute gehabt. Die sind schon Fragen gekommen, die einen oder die anderen, wenn die Dinge hat. Dann bin ich viel beinahe gewesen, ein Jahr. Und dann hat er dann nicht zusammen geheiratet. Und dann bin ich fast zwei Jahre bei Christophelin in Gade gezogen gewesen. Und nachher zusammen, für zusammen weg sind wir, haben wir geheiratet. 52 Jahre. 52 Jahre. Haben wir geheiratet. Und beide wenig Rass nicht gehabt. Ja, mein Mann ist 5 Jahre in Russland drin gewesen. Ich habe halt umgearbeitet, habe mir dann keins mehr gehabt. Das ist so weit gekommen, weil wir geheiratet haben. Nein, erst habe ich mal gewollt in der Schweiz gehen. Und dann bin ich in Lahne, dann bin ich in Gagen gezogen, dann bin ich in Lahne her, da ein Ding bei der Kreuzkirche unten. Da ist ein bisschen wie, wo das Café ist. Dann ist oben auf oben so einer gewesen, der die Sachen gemacht hat. Und dann bin ich mal hergefahren, weil ich einen Pass gebraucht habe. Dann bin ich mal mit dem Radl hergefahren und dann hat er gesagt, in einer Woche soll ich kommen. Dann hat er das alles gemacht. Und weil ich nach einer Woche danach her bin, dann sagt er mir, hat er gesagt, ich habe ihnen keinen Pass machen gekannt, weil sie sind staatenlos. Meine Ziehältern sind gestorben gewesen, die anderen sind draußen gewesen. Dann habe ich gesagt, ja, was ist denn noch los? Ja, hat er gesagt, sie kriegen die erste Staatsbürgerschaft, weil ich heiraten tue. Und dann haben wir eine Ahnung gewesen mit meinem Mann, weil Ulten inne, gell? Weil wir oben in der Gegend Gemeinde ist Ulten gewesen. Und dann ist noch Walburg drin, die Hauptin gewesen, gell? Und was kirchlich und was so, hell ist Gegend gewesen. Halt, ja, hell ist noch, hat den Laden gekehrt. Und so haben wir halt das Ding da hin gekriegt und ist das weitergegangen. Aber wir haben uns schon nachgetan, und nicht nur vergessen. Und gearbeitet haben wir unten in der Kartonfabrik. Mein Mann, der Sell ist einmal, was ich dann zwei Jahre bei einem Bauer bin und dann ist er in der Kartonfabrik hat er gearbeitet. Und ich, bald das dritte Kind ist gewesen, bin auch Selljahr in der Kartonfabrik, weil wir unten sind bei der Meier in der Bötzner Straße unten, da bin ich noch bei Meier, sind wir
gewohnt ist ja nicht weit in der Arme gewesen. Aber dann bei mir, bei mir in der Kartonfabrik, wo ich wohne, dann sind 73 Leute gewesen. Jetzt ist schon das unten bei der Rinne, sind sie mehr Wohnungen gewesen, halt sein Garagen, gell. Jetzt haben wir die Familien schon gewusst, was die. Es ist anders gewesen. Jeder ist froh gewesen, dass er da gekannt wohnen. Und nachher, das ist nicht so wie heute, ist ein bisschen schlimmer. Aber wir werden es auch durchbringen. Die Pappenfabrik, die Selle ist eigentlich, weil, jetzt alleweil haben sie die Marmeladefabrik, gell? Aber die Pappenfabrik, die Selle ist älter. Und die hat auch Leute dort gehabt zu arbeiten, weil er mir gerade jetzt gelenkt hat, weil ich alleweil gehört habe, da wegen der Marmeladefabrik. Weil unten in der Kartonfabrik habe ich 15 Jahre gearbeitet. Ja, dann ist ich zugetan geworden, gell, am Ende 60. Und dann haben wir gekannt in der Marmeladefabrik auch gehen. Und dann auch noch 12 Jahre. Und sie haben noch gearbeitet. Aber die Kartonfabrik, es ist streng gewesen, gell ist es gewesen. Aber waren wir um allem schwere Arbeiten gehabt. Und dann, weil ich habe ein Buch und das habe ich jetzt gelesen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es war immer so. Für die Frauen her schwieriger. Und die ganzen 15 Jahre um 4 in der Früh sind wir in der Fabrik gewesen. Und wir haben in den Samstagen noch alle gearbeitet. Und im Sommer oft in die Sonntag auch noch. Gell, weil der Karton, überhaupt der weiße Karton, der Sell, was sie haben ja 3 Schichten gehabt, gell. Der Sell ist schon, sagen wir mal, im Sommer halten wir den Sonntag in der Früh, weil der Sell gern geschimpelt ist, der weiße Karton, gell. Jeder andere, der Sell hat es schon gepackt. Wir sind in der Halle gewesen, in der Trockenhalle. Sell haben wir rüber gehabt. Mal haben wir mal in der Früh, das haben wir schon so ein Ding gehabt, dass wir gewusst haben, wo wir morgen anfangen müssen, in trockenen Nachtieren, gell, das ist kein Problem gewesen. Da haben wir erst müssen in trockenen Nachtieren, dass wir haben die Nassen aufhängen. Und dann sind oben her in die Ding, sind die Hallen gewesen, dann sind wir auf einer so einen hohen Bank eingestiegen und haben oben, was die haben wir alle mit erzählen, was da sind die Klucken gewesen, gell, Eischirm und dann. Und nachher unten her noch. Und dort unten haben wir uns alle mit den Bilbucken, die Dinge auszuhängen. Wir sind da bei den Ding gewesen, da bei den Ding hängen, gell, trockenen Zandien und halt so, gell. Das hat mir geklappt. Aber es ist der Dr. Steiner gewesen. Sein ist eigentlich ein guter Mensch gewesen. Und das hat eigentlich mir eigentlich nie nicht gehört. Aber jetzt muss ich, jetzt fällt es mir wieder rein. Aber ich muss Ihnen nicht noch etwas sagen. Ich bin 16 Jahre alt gewesen. Dann habe ich im Waisenhaus kochen gelernt. Aber ziemlich die Kinder sind unten drin gewesen. Und die zwei Steckhoben, da sind als halt ein bisschen schmattige ältere Leute gewesen. Gell? Auch für irgendwo, einer ist sogar für Norwegen gewesen. Und Sam ist gewesen im Dezember. Da
ist, unten hat die ganze Halle gebrunnen. Aber das haben sie gesagt, das muss einer umgekehrt haben. Weil sie gesagt haben, unter oben, da bei dem Café, da ist er nicht gegangen. Hinten und die Straße. Und da sind alle zusammen noch die offenen Wasserwahl gewesen. Und nachher sind wir in die Ecke oben, jetzt haben sie es gekannt, haben sie es eingerichtet, ein Brett dorthin, wenn sie das Wasser auf der Seite wollen oder so. Und dann haben sie eben gesagt, weil die Feuerwehr eingerückt ist, dann ist in den Wohl das Wasser, das haben sie schon weiter herum weggenommen, das Wasser. Dann haben sie halt gemacht. Dann ist die ganze Halle angebrannt. Aber die haben sie noch gleich wieder gebaut. Ja, und dann ist das Warnhaus. Ist ja nur das große Haus, wo die Arbeiter gewohnt haben, nicht? Und dann warnen wir, weil da hat ja jeder Arbeiter mit mir um noch bei mir sein, es ist das Wasser. 63 gewesen, weil wir nach uns sind, weil dann sind die Italiener alleweil Obacht und dann sind die Wohnungen frei geworden. Und 69 ist sie zugetun geworden, die Kartonfabrik. Mhm. Und dann sind wir da gestanden. Dann hat mein Mann einmal mit dem Zug geredet, hat er gesagt, jetzt wenn wir haben nicht viel gezahlt beim Monden gewohnt haben, gell. Weiß ich nicht, wo er liegt und halt so. Und dann hat er einmal mit dem Zug geredet, hat er gesagt, wie ist denn das, wenn wir könnten drin bleiben, oder wenn wir nicht mehr arbeiten. Und dann hat er gesagt, jetzt wartet's, weil da haben wir was anderes vor. Und dann hat das gedauert bis im Herbst, vielleicht September oder Oktober gewesen. Dann hat der Bürgermeister der Ding gewesen, der Gruber. Hat uns einmal alle angegriffen auf der Gemeinde. Und bei mir dann auf der Gemeinde gewesen sein, dann kommt der Dr. Stauder. Gell? Das ist noch so. Und dann ist da ausgemacht worden, wer kaufen will. Ja, und wir haben gekauft. Dann sind wir in der Marmeladefabrik auch, ja. Ja, jetzt haben wir halt mit der Marmelade als Mädchen draußen gefüllt und die Dienste haben uns noch die Steckchen gemacht, die Vierigen. Und die Runden da, die sie in die Hotels umgehoben, Kap und solche Sachen in Anfang. Aber noch auf der Liste haben sie es nicht mehr getan. Halt viel Marmelade schon, aber die haben wir also meistens alle in die großen Dinge gefüllt. Gell? Und da die kleinste Dos ist halt 5 Kilo gewesen. Dass ich halt das als da auch ein Lohmer schon gepackt. Das bin ich gewesen. Also ein namens Dingele. Und dann habe ich noch eins. Da bin ich noch ein bisschen größer gewesen. Da mit den Töchtern, wo ich gewesen bin. Ist das in der Marmeladefabrik? Ach, jetzt weiß ich es nicht mehr. Was? Nein, Kartone, die zu. Weil da haben wir mal einen Ausflug gehabt, wo irgendwo da
in der Rennlinie. Und was auch gewesen ist, also haben wir bald angefangen und bauten. Die Straßen bauten und weiß ich, und auch wie die Siedlung unten in der Bözener Straße. Da kann ich mich noch so erinnern, wenn wir oben von Eckmann haben angeschaut, weil es ist noch ein Triebesplatz, ist ja nicht mehr gewesen, neu, gell? Die Marmeladenfabrik und unten die die Kartonfabrik. Und dann und in der ganzen Siedlung, das hat in Grof gekehrt. Die große Wiese, die Mäuse so fast. Das hat in Grof. Ja, in Brandeser Grof, gell? Und der hat nachher noch einen Krieg, weil er hat einen Sohn gehabt und er ist in den Krieg gefallen. Und sie haben leider das Kind gehabt, gell? Und dann haben halt die alten Grofen wieder zurück. Halt angefangen, Grund verkaufen und halt so. Gell? Und so ist der Bau geworden. Ja, unmöglich. In Landen, da musst du. Das ist ja. Wenn man auch so oft über den Wohnweg geht und schaut her, dann denkt man sich, na, ist das möglich, was da alles gebaut ist geworden. Und neben dem St. Anhaus und wird ja noch allem weitergebaut. Zum Hintnui, da wo wir wohnen. Dann haben sie noch bald die Fabrik angebrochen oben. Aber Selmoni hat schon der Bircher, der von der Kellerei, ist lang unten gewesen. Hat unten Schnaps gebrannt und halt. Dann haben sie halt einmal. Und nachher ist halt der Rest noch angebrochen geworden. Und das hat die Hunger gekauft, der Bauherr nachher. Das ganze Areal. Außer bei der Straße, wie der Zeckele, die Alpe, gell? Wir sind gerade dahinter. Und dann ist halt da gebaut geworden. Etwa 21 Jahre im Juni, dass mein Mann gestorben ist. Und dann bin ich, die Kinder sind schon alle weg gewesen. Und dann bin ich alleine gewesen. Und nach ein paar Jahren habe ich halt so, er hat sich schon gewusst, so ein bisschen geholfen. Wie in der Gegend oben bin ich auch gewesen. Dann hat die Frau und mein Mann 13 Jahre in den Rollstuhl gehabt. Und dann hat sie ein Fremdenzimmer gehabt. Bin ich halt so eingegangen und bin arbeiten, weil was hätte ich denn tun? Und dann sind die Enkelkinder gekommen. Habe ich zehn unten, weil sie hat eine Balze Benzickele gebaut und eine Wohnung gekauft. Und da habe ich die Sensor aufgezogen. Ja, ich weiß nicht, ob ich nicht bald oben bin gewesen beim Rohrsein, mit der Tram ran gefahren. Ja, ist ja etwas gewesen, dass ich mit. Weißt du, aber das hat alles. Das der Zug, Luis, ja. Das muss schon ein richtiger, dichtiger Mann sein werden. Der hat das als da, weiß ich nicht, wie der da zu dem ganzen Ding gekommen ist. Bei mir auf Kirchner sein, weil oben der Jüngste, der Sell ist, mit mir noch eine Weile Schule gegangen, der Peter. Und wenn wir oft da sind, Kirchen, und wir haben eine Lehre gehabt, ja, er hat noch schon wohl wahrscheinlich vom Vater, dann sind wir mit der Bahn eingefahren bis Mittelstation, gell, weil sie mal bei mir zum Aussteigen.
Und das hat die Lehre gekostet. Und dann sind wir auch reingegangen. Und dann sind wir bald drin. Das haben wir ja gewusst, weil wir im Jahr mehr Schaf hätten zum Oben. Und halt, das hat mir ja alles gekannt. Und das ist halt etwas gewesen mit der Bahn einfahren. Und dann wir sind wir da alleine zugegangen. Ist fast gebaut, ist schon viel geworden da. Das ist ja etwas gewesen, beim Rohr sein und oben bei der Brücke her, weil man noch gesehen, wie oben das Holz aus ist und auf der Landtag. Und dann haben sie das ist alles aber schon ein Name gewesen. Jetzt haben wir die Leute schon gearbeitet, gell? Wie sie das Holz aus haben, weißt du, da ist schon ein Name gewesen, gell? Und dann hat es nachher mit den Rossen oben aufgelegt und hochgeführt. Und nachher die Arbeiter, wenn sie haben unten Geld tun, es ist gewesen, aber da hat nachher jeder, das ist nachher für die ein Arbeiter gewesen, außer der Zeit des Holzstocken. Gell, weil das haben sie ja mit Ausstocken. Das sind ja. Ist ja immer hier, gell? Und das auch mal noch die Arbeiter so nebenbei. Dass ich halt auch um, ich weiß, was mein Mann auch halt gestockt hat. Und als ich oben in der Gaul drin oben das Elektrizitätswerk gebaut, gell? Dass die Fabriken Ding haben. Licht und Strom und alles, was es gebraucht hat. Ja, da dazu gebaut. Ja, was, wenn nicht die Fabriken sein gewesen, gell? Da hat es ja einen Strom. Und da nachher ein bisschen Ei. Bei uns oben, bei Neckmann, jetzt haben wir vor dem Krieg noch keinen Strom gehabt. Das haben sie noch erst. Noch ein Krieg, aber wollte Ball, haben sie noch eingebaut, in die Obernhefei, gell? Weiß ich schon, wenn man nicht mehr oben ist, kein Strom gewesen, Bachenden ist kein Strom gewesen. Und vor dem Krieg ist noch nicht die Beweglichbahn gebaut worden, weißt du? Und der ist bei uns zum hinteren Haus drin, auf dem Bichl, haben sie einen Bock gemacht. Gell, und nach oben, dann ist es auch bis zum hinteren Vorstoff. Dann ist nachher die Ding gewesen. Und das ist auch etwas Interessantes gewesen. Weil wenn wir um drin Schof gehörtet in der Wiese, ganz zerlieden, nachdem sie in die Saal reingegangen, in der Palmerei sein, dann haben wir ins Kepp, wir hätten es nicht gedacht. Aber es sind viele gegangen, weil unten, wo ich wohne, zusammen sind drei Buben aus. Weißt du, aber da ist einer gekommen, der hat das Ding gemacht, gell? Dass er da hat die Leute zusammen, die Jungen. Ja, und die drei Buben sind alle drei nicht mehr drin. Geheiratet draußen, Kinder und gemacht und gelernt. Dann sind viele aus. Mhm. Haben wir schon mal so eine Zeit gewesen. Und ja, gell, dann wenn sie mal heiraten und Kinder haben und dann war schon die Kinder wachsen auch. Sind eh schon die Enkelkinder schon lange auf dem Weg und halt so, nicht? Nein, es ist eigentlich immer so ein ruhigeres Leben gewesen, weil das Leben, was heute ist, das möchte ich gar nicht sagen, ist nicht wahr. Das ist ja bald nicht mehr. Nein. Aber
Was ich es ein bisschen schlimm halt, ich habe viel für meine Ziehereltern gelernt. Aber die haben auch viel geredet miteinander, also in der Familie. Und was die also erzählt haben, so Sachen, gell, was weil sie haben, meine Ziehereltern, die haben, die, der Vater ist ja, sind 15 Jahre eingerückt, den Ersten Weltkrieg. Und so Sachen, gell. Und da hast du gelöst, das sage ich, ist schuld. Aber das seien die Jungen, also mehr oder minder alle so. Ihr seid so blöd gewesen. Ja, hast's. Aber es ist halt ein anderer. Aber wir seien schon, ich muss sagen, meine Ziehmutter, die ist jahrelang für mich nie gestorben gewesen. Die hat allem gelebt. Und ich bin ihr dankbar. Sie hat mich Namen lernen lassen, zweimal im Kloster gewesen, im Winter. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Da, wo das Schulhaus ist, daneben, zum oben auf oben, ist da die Nachschule gewesen. Sie hat mich kochen gelernt. Sie hat mir Namen gelernt. Ja, ich weiß es eigentlich nicht. Und die Frau ist so plötzlich gestorben. Und das habe ich einfach nicht, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Und dann das zweite Mal ist mein Mann gewesen. Da habe ich auch so plötzlich gestorben. Da habe ich mir gedacht, aber ich hätte mir nie gedacht, dass man so lange Arbeit hat, bis man das halt so ein bisschen Jahre, nicht leih. Ja, ja. Aber da sind ja viele. Das weiß ich, wie viele Frauen das mir auch fragen. Du, wie ist denn das? Hat das so lange gedauert? Weißt du, wir reden. Das ist das Gute und das weiß man. Gell? Überhaupt, wenn man das mitgemacht hat. Und dann kommen schon die Frauen und wollen mit dir reden. Nachher kommt ja alles so langsam. Ja, und Lane ist nachher noch für uns ein feines Ort gewesen. Lane, Maria Geburt, was weiß ich für eine Feuchtung und alles Mögliche, gell? Und da sind wir halt alle mehr. Weil wenn es gut gegangen ist, wie im Sommer, wenn es halt warm ist gewesen, dann sind alle die Eismänner auf den Weg gewesen mit den Wagen. Dann haben wir halt ein Eis gekriegt. Und na, ist wirklich, der Weg ist weit gewesen. Dann muss ich Ihnen noch etwas sagen. Bei dem sind bei den Kapuziner ja ein Haufen Pater gewesen. Da haben die schon um 5 Uhr angefangen müssen machen. Und den Sommer im Frühjahr und im Herbst, weil wir auch Schaf gehabt und halt Ding, weil wir auch mehr Tieten, ich und der Jüngste oben, wir sind halt alle mit dem Ding gekommen. Dass wir schon um 5 in der Früh sind bei den Kapuzinern gewesen, bei der Messe, da unten ist der Kapuziner, ja. Und nach Hause. Und dann taus ich oben mit der Schaf oder Kie oder was es gewesen ist, gell? Nein, man ist. Ich verstehe es nicht, aber das ist bei uns die Sicherheit bei den Enkelkindern, wenn du etwas sagst, auch die lösen nicht. Aber sagst, was sie tun sollen, ja, Oma, das werden wir schon machen. Du, aber wir haben.
Widerrede hat es keine gegeben, gell? Weil sie haben auch ein paar Hocker gehabt, gell? Das ist nicht wegen, fertig. Und wenn wir auch von der Schule aus, die Schule ist eigentlich auch gut gegangen, aber wir sind so viele Jochei zu Fuß, von der Gegend weg, der Wiegel, viel Joch, und dann sind wir sogar einmal hinten neu in Aschbach und dann wieder zurück auch und wieder. Aber das sei kein Problem gewesen, zu Fuß. Weil man ist schon ein bisschen an der Stau gewachsen, gell? Weil ich denke mir oft, ich kann es nicht gerade so laut sagen, Familien, da müssen da direkt die Kinder laden. Auf Nacht werden wir schlafen gegangen, in der Früh sind sie aufstehen und schwell gehen. Dann ist er geschraubt, das Spektakel. Das ist alles nicht gewesen. Ich habe auch zu unseren Kindern gesagt, man, der Franz kommt oft aus, auf dem Rhein, haben wir halt auch so geredet. Dann habe ich gesagt, weißt du was? Schlafen habe ich gekannt. Auf Nacht ist nie jemand mehr weggegangen. Ich bin ja mit um 4 in der Früh bei der Arbeit sein. Und so habe ich gesagt, mindestens schlafen habe ich alle gekannt. Und so kennen sie halt auch nicht mehr, die Kinder. Nein, ich denke mir oft. Und deswegen sind sie alle so. Was schon. Nein, und dann, was ich noch haben wollte sagen. Weil ich jetzt alle Weile der Zeitung gehört habe, da wegen der Marmeladefabrik. Dann habe ich immer gedacht, die Kartonfabrik ist älter gewesen. Dann konnten sie einmal ein Ding einziehen, ein Wappen einziehen, wenn die ein Ding ist gewesen. Gerichtet ist geworden, gell? Und halt so. Aber da hört man nicht von der Kartonfabrik. In meiner Ladefabrik ist eigentlich wohl auch, ich glaube ja, aber es ist halt, wenn sie da unten umbauen, halt ein anderes System, gell? Aber in der Marmelade, halt ja in der Kartonfabrik unten, dann war schon neu, etwas zu machen und zu dienen.